Aber das war für mich eine Herausforderung und das ging auch gut, ja. Du hast es schon gesagt, du hast zusammengespielt mit Jutta Wachowiak, Thomas Langkopf, Arno Wischnewski und Jürgen Gosch. Kannst du uns zu denen jeweils einen Satz sagen? Also Jutta Wachowiak, hast du was von ihr gelernt? War sie kameradschaftlich zu dir oder eher nicht? Ja, Jutta war 2 Studienjahre höher und war immer so, naja, da möchte man auch mal hinkommen, denn sie spielte auch schon im 3. Studienjahr im Hans-Otto-Theater. Und dann dachte ich immer, das wäre toll, wenn man gleich ans Theater käme. Jutta ist vor ein paar Tagen, hatte sie Geburtstag und bis zum heutigen Tag schicke ich ihr eine Gratulation und sie schreibt, danke, du treue Seele. Das ist vielleicht sowas, Ja. dass man immer an den anderen denkt, weil er vielleicht Geburtstag hat oder weil er einem geholfen hat. Die kriegte immer Pakete von zu Hause. Und da war immer viel zu essen drin und das hat sie immer geteilt auf der Etage. Das war auch schön. Das stimmt. Ja, Und so. Arno Wischnewski, das war eben toll. Die waren ja dann ein Ehepaar, Jutta Wachowiak, und dann wohnten in der Orangerie im Potsdamer Schlossgarten mit drin, hatten eine sehr illustre Wohnung. Und wenn wir durchfeierten, dann schliefen wir alle in dieser Wohnung. Das war auch sehr schön, ja. Und sehr eng. Wallensteins Lager in der Orangerie. Das war auch sehr Und schön. Thomas Langkopf? Und Thomas Langkopf, ja, der hat mich ja eine große, ganz lange Zeit begleitet. Der war mein Tellheim, der war mein Partner, auch im Kreidekreis war er der Sänger. Er war später der Regisseur, er war später derjenige, der mich 1990, als ziemliche Flaute am Theater war, hat er mich rübergeholt ans Deutsche und ich habe gespielt den Wienerwald als Gast und habe das Programm, das Brecht-Programm mit Johanna Schall im Foyer gemacht. Und das war eine Zeit, wo die Arbeit im Berliner Ensemble stagnierte und nicht da war. Und dann hat er im BE Rosita bis zum Schluss, ich war bis vor 5 Tagen vor seinem Tod, waren wir eigentlich verbunden miteinander. Und ich habe natürlich für so eine Leute immer ein großes Herz gehabt, die mich so eine lange Zeit begleitet haben. Ich bin ein sehr treuer Mensch und wenn ich die Treue auch sehe, egal ob das andere toll finden oder nicht, ist mir wurscht. Aber wenn ich das sehe, das gefällt mir dann. Und da halte ich auch Kontakt. Lebenslang. Heute sind auch ein paar Freunde hier, die kenne ich lebenslang, also solange ich ein erwachsener Mensch bin. Und die kommen auch heute zusammen und wir feiern zusammen und wir reden oder wir telefonieren und das hat gehalten. Und Jürgen Gosch? Jürgen Gosch war schon immer ein Extrabrater. Der war immer extravagant. Der war ein sehr schwieriger, komplizierter Schauspieler, was man später begriffen hat, weil er eigentlich der bessere Regisseur war. Der hatte, glaube ich, im Kopf schon viele Ideen. Er ist ja dann leider sehr rechtzeitig in den Westen gegangen und hat ja dort tolle Inszenierungen gemacht und hier am Deutschen Theater auch noch. Leider habe ich dann später mit ihm nicht mehr gearbeitet. Es hat sich